So, Luca, wir sind live. Glaube ich. Hoffe ich. Ciao zusammen. Sind wir? Ja, hallo. Dort, ich sehe Bild. Wir sind hier. Wir spielen The Last of Us 2. Luca, Toni und ich. Wir sind noch nicht so weit. Ich bin wirklich erst so etwa 3 Stunden, so wegen Spoiler und so. Glaube ich, sollte nicht so viel kommen. Hoffe ich. das sehen wir jetzt. Wir zeigen jetzt euch ein bisschen, was es da schon gibt. Genau, du, Luca, du hast gesagt, du hast das erste Mal kurz gestartet, mehr nicht, gell? Genau, ich habe noch nichts gesehen, nichts geschaut, nichts gespielt. Das heisst, du spoilerst mich jetzt auf Betriebskosten. Ach, Luke, oder das ist eben noch Hingabe. Das ist Einsatz, ja. Hingabe, Leidenschaft. Genau, eben, wir spielt ja die Ellie im zweiten Teil. Und genau, ich bin jetzt hier auf der Verfolgung von ein paar Leutlis. Ja. Und ja, genau. Also kannst du irgendwie eine Art versuchen, uns eine Zusammenfassung zu geben von den ersten 2-3 Stunden ohne gröbere Spoiler, damit wir irgendwie ein Feeling haben, wo und was. Ich meine, was sie ja schon angekündigt haben, also was man ja schon weiss, einfach, dass das Ganze so eine Rache-Geschichte ist, oder? Das weiss man, glaube ich. Ja, genau. So ist der Trailer. Ja, genau. Ja. Und du bist jetzt da. Genau, und du verfolgst jetzt halt. Mehr kann man echt gar nicht sagen, oder? Du bist wirklich einfach auf der Spur von ein paar und die sind jetzt da. Hey, was ich übrigens schon muss sagen, ah genau, und sonst, es ist sehr gleich wie das erste. Also weißt du, du schleichst primär, immer noch ist es ein Schleichgame, du kannst jetzt einfach halt, du siehst, das Gras ist unterschiedlich hoch, man kann auch ganz abblicken und man hört es dann an dem Ton, wenn es dich sieht. Also du bist da irgendwie, keine Ahnung, so Safe Haven gsi, ja, mit deiner Community, alles gut, irgendetwas Schlimmes passiert, die Ellie dreht durch. Ja, genau, und das ist da auf ihr... Es ist ja im ersten Teil, was und ist du hast da dein Ding da, zum durch die Wände schauen, das hast du ja im ersten auch schon gehabt. Ja, das hast du im ersten auch schon gehabt, genau. Und dann kannst du da Sixth Sense. Stealth da, kannst du die umbringen, kannst ja eben... Es hat jetzt wie einfach bei allem so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, du siehst jetzt so schön noch, bevor das ist ein bisschen... du siehst schön, wie sich die Kamera so dreht, damit das habe ich gemacht. Das habe ich... deinem Opfer in die Augen... Das habe ich... Ah, das hast du ja, gemacht? Ja, weil ich wollte schauen, ob die mich gesehen haben. Genau, es ist alles ein bisschen expliziter, aber eben sonst war wirklich Gameplay exakt gleich besitzt. Es hat einfach so... alles ein bisschen mehr Animationen, hast ein bisschen mehr Möglichkeiten. Eben, du kannst zum Beispiel jetzt auch... Die Waffe, die du schlägst, also die da. Zack. Oh, da, irgendjemand sieht mich da. Bam! Ich habe es einfach gehört an dem Geräusch da. Sieht gut aus. Aber ich habe nicht geschnallt, wo. Hast du jetzt geschnallt, woher? Hä? Ich habe gerade. Es hat eben. Ah, dort vorne sind sie. Du hörst auch mich so das Rauschen und dann weißt du. Und jetzt haben sie da kommt etwas. Ja, genau, da hat irgendetwas gelesen in der Einstellung. Genau. Schwierigkeit. Man kann es ja auch ein bisschen leichter machen, dass es irgendwie nicht nur gehörst für Leute, die einen Gehörschaden haben oder so. Du kannst jetzt auch mitschleppen, oder? Und zum anderen bedrohen. Das hast du aber, glaube ich, im ersten auch schon können, habe ich das Gefühl. Ah, und eine Veränderung, die ich sehr begrüßt habe, ist, dass. Weißt du noch, die. Es ist ja ein Zombie-Game. Und dann gibt es die Clickers. Und dort hast du können Stealth killen. Aber du hast doch dann die Schiffs, die Messer gebraucht, die dann noch 3-mal kaputt gegangen sind, oder? Ja, genau, jetzt, genau. Die sind dann irgendwann mal kaputt gegangen. Das ist jetzt nicht so. Okay. Und, ein bisschen mehr Convenience genau. Da. Was aber für mich völlig klar ist, Comfort. Für mich. Ist da einer? Ist er vom Dach oben? was für mich aber völlig eindeutig bedeutet, dass es dann einfach. Es wird einfach irgendeinen neuen Gegner haben, der dann so mühsam wird sein, oder? Also, das ist doch irgendwie für mich völlig klar. es muss irgendetwas kommen. Hey, es muss ja noch irgendwo. Sorry, ich bin da gerade schnell ein bisschen umstellen. Etwas. Mit meiner Kamera. Hey. Sehr unprofessional, ich weiß. Jetzt. Ah, dort. Aber was ich auch geil finde, wirklich, also Sidestream Tooltip. Aber komm mit dem Möbel jetzt einfach runter. Zack in the Fresse, Mann! Ey, das machst du so gut! Oh fuck, Mann, ey! Oh fuck, das sieht aber huere brutal aus! Ja, brutal ist es schon. Ist das jetzt gerade das Gesicht so zertrümmert, wie ich meine, oder? Nein, einfach. Er hat einfach ein Ketchup im Gesicht. die Waffe kannst du jetzt eben. Du kannst ja craften, hat man im ersten schon können, und du kannst jetzt die Waffe. Du kannst ja Hammer und so Brecheisen und so Zeugs aufnehmen, und die kannst du auch noch ein bisschen pimpen.
Die gehen dann aber kaputt mit der Zeit. Gut, das hat man im ersten Teil aber auch schon gehabt, oder? So, die, eben die kaputtbaren Waffen. Aber du hast sie nicht können. Du hast sie nicht können modifizieren, oder? Mhm. Genau, und sonst läufst du halt. Ich glaube es nicht. Und sonst modifizierst du halt einfach. Hey, was übrigens wieder genau das gleiche wird sein, glaube ich. Ich habe da so meine Waffen da, oder? Und die irgendwie. Ich kann jetzt damit schon nicht mehr Munition aufnehmen. Einfach da 12 Schüsse. Aber, ja. Aber weißt du noch, im ersten Teil war das auch so gewesen? Aber am Schluss hast du irgendeinen Flammenwerfer rumgeschleppt. Du hast doch etwa 8 Waffen gehabt. Aber so, aber die 2 Patronen, da bringe ich jetzt gerade nicht mehr in meine Hosensäcke rein, leider, oder? Das habe ich fast schon immer. Es ist immer so. Aber eben, dort hat man, glaube ich, die Munitionskapazität so Zeugs ja, das bauen. Kannst du auch. Ich habe zum Beispiel gesehen, da den Holster. Da, am Anfang hast du nur eine Waffe gehabt und jetzt hast du halt mehrere. Ja. Genau, wir sind jetzt hier eben so aus einem. Das Game ist immer noch relativ, wie ich jetzt das gesehen und gelesen habe, ist das immer noch relativ linear, aber es hat so ein bisschen offenere. Ein bisschen mehr Open World, hä? Siehst du doch, ich jetzt keine Munition mehr aufnehmen, obwohl ich 12 Schüsse habe. Das ist doch lächerlich, aber egal. Du hast wie viel ist das Maximum? Ja, jetzt 12, ich habe 12 Schüsse. 12. Okay. Ja. Nein, du. Es gibt Regeln halt, gell? Ja. Irgendwo muss man mal eine Survival gibt es Regeln. Es ist ja so. Aber es ist einfach ein bisschen grösser, die Areal und so, oder? Und es hat. Ich spiele es jetzt auf der normalen Stufe. Ah, das muss ich wirklich kurz sagen. Etwas vom Allergeilsten, wirklich, was ich finde, was das Game bietet, sind so die Einstellungsmöglichkeiten. Musst du jetzt das mal reinziehen? Ja, genau, das hast du ja. Schwierigkeitsgrad. Du kannst alles individuell umstellen. Weißt du, ob du jetzt irgendwie möchtest, dass Gegner einfacher sind, oder ob die weniger treffen, ob du mehr Schaden einsteckst, ob deine Gegner, ob deine Verbündeten besser treffen. Wenn dich Schleichen anschießen, stell es einfach auf einfach, oder? Ja, voll. Oder wenn voll. Du es ist ein bisschen so, wie man kann wirklich sein eigenes Game quasi, sag jetzt mal, machen, einstellen. Ja. Ich finde das, finde ich mega geil. Genau, übrigens, Chat, einfach sagen, wenn unsere Lautstärke irgendwie nicht gut ist oder so. Genau. Und. Oh ja, oder die Ressourcen, eben. Wenn du keine Lust hast, die zu sammeln, dann machst du einfach, stellst du um. Oder was der Luca mir vorher erklärt hat, das ist auch noch geil. Ich habe jetzt Auto-Aim nicht eingestellt, aber man kann das sogar. Nein, das war bei Controller. Bei Controls, du kannst sogar das konfigurieren und kannst sagen, wie genau das es möchte treffen. Ich finde das mega geil, so die Hilfen, oder? Dann kannst du sagen. Also kannst du sagen, quasi, er zielt automatisch auf den Mann und wenn du die R-Taste abdrückst, dann zielt er automatisch auf die Füße oder so etwas. Und was du vermutlich auch wirst geil finden, was ich gerade einstellen musste, Audio-Einstellungen. Ja. Hey, du kannst da 5.1, 7.1 und kannst sogar sagen, den Winkel von der Lautsprecher. Voll, aber jetzt sag mal, wie sieht es bei dir aus? Ich kann bei meinem Game, nur. Stereo 1.0 oder 2.0 einstellen. Ja, ich habe jetzt hier einen Fernseher. Aber du hast einen Soundbar, oder? Ja, vielleicht. Ja. Ich habe sogar Surround, aber er kennt irgendwie gleich nur 2 Channels bei mir. Aber dann weiss ich nicht, ob es einfach an der. Entweder liegt es an der Soundbar oder es liegt an der. Du musst in der PlayStation bei der Soundausgabe, musst du damals, PCM einstellen. Und. Also, nein, ich glaube, das ist eben nicht gut, PCM, glaube ich. Ja, PCM ist aber das unverändertste Format. Das habe ich im Fall früher viel nachgelesen. Das schickt das Format, glaube ich, relativ rein über. Und wenn du... Ich habe jetzt eben gerade auch bei meinen ganzen Soundbar-Stations einmal schauen, dass ich beim Fernsehen eben nicht PCM habe, sondern Bitstream zum Beispiel. PCM tut es, glaube ich, irgendwie nur auf 2 Kanäle dann... Ich habe ja auch Surround. Mit dem. Kann uns jemand helfen, bitte? Ja, genau, der Chat kann uns doch gerne. Ich finde Soundzeug so kompliziert, aber ich... Schau jetzt da, bei mir, ich sehe es jetzt gerade sogar bei mir. Ich habe Audio-Ausgabe-Einstellungen bei mir. Lineare PCM, Bitstream, Dolby oder Bitstream DTS. Dolby Audio. Eigentlich, das Dolby stellst du eigentlich ein, wenn du Kopfhörer zum Beispiel hast. Die brauchen das sonst... Ja. Jetzt kommt da wieder jemand, ja? Jetzt muss ich irgendwie wieder zu unserem. Wir sind jetzt nämlich gerade über SharePlay am Spielen. Genau, damit er da. Zuschauen. Ah, übrigens! Was ich jetzt gerade. Hat mich der nicht gesehen da? Da. Oh, aha, das sind gar nicht.
In the Frazzy! In the Frazzy! Ah, das ist. Also, es ist richtig geil, wie so ein Blutschlierchen. So was ich auch geil finde, du musst wirklich nicht versuchen, auf sie zuzurennen. Oh, fuck, man. Der ist jetzt aber auch relativ unbeeindruckt von dieser, gewesen, oder? Er ist einfach so ohne Deckung einfach gefunden, so komm jetzt, entweder nimmt sie mich jetzt oder nicht, aber mein Weg ist geregelt. Ah, sorry, ich kann eigentlich noch, ich hatte doch den Untertitel eingeschaltet. Ah, Subtitles, so. Ja. Sorry. Ah, genau, ja, eben. Du kannst im Fall selbst den Untertitel kannst einstellen, weil du kannst die Sprache vom Game umstellen und alles. Hey. Also wirklich finde ich ganz geil. Also weißt du, der Untertitel kann auch Deutsch sein und. Ja, finde ich recht geil. Und jetzt siehst du, jetzt kann ich auch das pimpen hier. Oder? Hast du sogar deine Axt oder dein Bier oder was das ist? Weil das da unten, wenn ich das recht gesehen ist, ist das ja fast kaputt, oder? Hat nur noch ein Stück. Genau. Jetzt, was ich unbedingt wollte sagen. Der Chat fragt PC oder PS4. Es gibt es nur auf der PS4. Die Naughty Dog Games, also die schon auch so deine PlayStation exklusive, die sind nie auf Uncharted, Crash Bandicoot. Genau. Das ist wirklich nur. Das gibt es nur auf der PlayStation. Vielleicht kann man noch was zu der Grafik sagen. Ich finde, es ist geile Grafik. Ich muss aber einfach wirklich sagen, ich bin nicht enttäuscht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber weniger, ich glaube einfach mehr erwartet. Ich habe es irgendwie heftiger erwartet. Also ich meine, es sieht super schön aus und so, aber es ist schon, ich habe das, es ist so, wie ich also es ist redest du jetzt von zwei. Es ist so, wie ich das Alte in Erinnerung habe. Ich weiß, das Alte sieht sicher nicht mehr so gut aus, aber, oder? So habe ich mir. Also ich habe das Alte an das Remastered gamed, also nicht, was ist, ich glaube das Original ist, glaube noch PS3 sogar. Ja, ja, ja. Und das Remastered haben sie dann PS, und für PS3 hat es ja fantastisch ausgesehen. Oh. Das Remastered, ich habe etwas gehört. Ah, schau, da kommt etwas. Übrigens, weißt du, was ich mega, ich würde mal gerne, könnt ihr die Tür aufmachen? Ich würde mal gerne Zombie-Sounds aufnehmen. So, ja, ich habe mich auch gefragt. Bei all diesen Serien, Walking Dead und so, haben die eine Art eine Batterie oder keine Ahnung, ein Archiv an Zombie-Sounds? Oder hocken da jedes Mal Schauspieler im Studio mit dem Mikrofon und kotzen sich die Seele aus dem Leib mit irgendwie, keine Ahnung, ganz viel Zitronensaft nebendran oder so? Siehst du, jetzt den kannst du jetzt einfach. Sogar von vorne ist es gegangen. Wow, fett. Okay. Genau, was ich jetzt schon die ganze Zeit. Ich wollte sagen, eben, wegen der Grafik? Nein! Oder immer noch? Ah, der sieht mich aber. Wegen der Gewalt. Das ist ja, so wie ich das in Erinnerung habe, schon im ersten Teil war das so ein bisschen ihr Aufhänger gewesen. Warte jetzt mal schön, jetzt muss ich jetzt studieren, was ich mache. Ja, aber jetzt da im Vorfeld, also dann haben wir ja schon vor einem Jahr oder so, hat sie ja mal. Ich glaube, irgendwie da die Info gehabt, ja, das Gewalt, das Game, es macht dich schon fast, keine Ahnung, dass du gar nicht mehr willst, die Leute umbringen, dass es dich richtig selber wehtut und so. Genau. Also ganz cool. Genau, einfach, genau, ich würde sie auch gar nicht erwähnen, wenn sie das nicht selber so betont hätte, oder? Mhm. Und ich mag mich eben erinnern, dass das, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das formuliert haben im ersten, aber das ist, denke so viel Medis. Einfach, dass das dort schon das Thema war. Und ich weiß noch, der erste Trailer vom ersten Game ist ja wirklich auch heftig gewesen. Aber ich meine, in dem Game, ich meine, schlussendlich habe ich dort irgendwie über den Daumen gepeilt, ich weiß auch nicht, 300 Leute umlassen, oder? Ja, genau. Und dann ist das halt irgendwie, das stumpft schon mega schnell ab, oder? Und da haben sie es jetzt nochmal betont, ich habe das Gefühl sogar nochmal mehr so ein bisschen drauf. Noch viel mehr betont, ja. Der hat ja gesagt, das musst du selber erlebt haben, das kannst du nicht erklären, das kannst du nicht zeigen, das wird die richtig. Sie hat jetzt den umgebracht. Es wird dich richtig mitnehmen, die Gewalt und irgendwann, also dass du irgendwie keine Sinn und Unsinn von der Gewalt selber anfängst hinterfragen und irgendwie dich wie. Und ich habe extra wirklich nicht irgendwie grosse Reviews gelesen, weil es ist immer gerade vorgenommen. Aber so bis jetzt, muss ich sagen, ist das wieder genau gleich. Ob jetzt die Leute, ob jetzt der eine dem anderen irgendeinen Namen ruft. Also ich meine, das ist mir völlig Schnuppe. Also ja, genau, dass ich nicht so anfühlt. Aber hey, ich bin noch früh im Game.
Eben genau, das habe ich auch gesagt. Vielleicht kommt das. Es ist wahrscheinlich wirklich am Anfang noch. Ich glaube, das kommt erst mit der Zeit. Ich habe auch ein paar Reviews gelesen und ein paar von denen haben genau das Gleiche gesagt. So, ja, am Anfang machst du es einfach, weil du es bist du gewohnt. Und dann schaffen sie es mit Kniffs und Tricks und Sachen. Aber das kannst du nicht spoilern, das kannst du nicht vorwegnehmen, das musst du wirklich ein bisschen so gehen da. Ich bin aber auch ein bisschen skeptisch, was das ist. Ich glaube eben auch, das ist, weil, ich meine, schau mal, mein Bodycount ist jetzt schon etwa bei... Nein, ich habe jetzt schon, glaube jetzt schon 30 Leute umgebracht. Und dann ist halt... Und das ist immer noch wie eh und je, oder? Ich meine, wenn du irgendwie so Figuren hast in dem Spiel, die irgendwie so eine Charakterzeichnung haben, wo dann Sachen passieren, klar, dann ist das Teil von der Story. Aber jetzt, ich sage jetzt mal einfach die Goons, die da rumlaufen. Ja, wie nennt man das? Wo einfach irgendwelche anonyme Hindernisse auf dem Weg sind. Dass das dir auch noch näher geht, ich bin ganz fest skeptisch, dass das funktioniert. Hey, aber wenn es funktioniert, ich find, eben, aber ich meine, bei mir, meine Hoffnung ist halt gewesen, dass ich einfach gar nicht so viele Leute muss umbringen muss. Weißt du, dass es durch das mit Kills so ein bisschen Gewicht erhaltet, oder? Aber wie gesagt, ich meine eben, wenn es ja jetzt schon anfängt mit einer Reihe, wie lässt du die Leute um, oder? Und ich meine, hier ist der. Und ich habe jetzt auch noch nicht ganz begriffen, was mir da genau. Also die Map scheint mir relativ offen zu sein, also nicht so schlauchig linear wie der erste Teil, aber was ist jetzt da genau deine Mission im Moment? Also, wir laufen da ein bisschen rum, killen da ein bisschen Leute und... Genau, also ich... jetzt ist einfach das Ziel, ich muss einfach irgendwo an einen Ort kommen, wo es dann weitergeht. Ich laufe jetzt einfach durch das Gebiet durch, kann ein bisschen looten und töten alle Leute. Ich glaube, das ist jetzt... Also du hast quasi... Du musst von A nach B gelangen, aber der Weg ist nicht so linear, sondern es ist dir relativ frei, wie du dort angelangst. Genau. Wer will einfach dort so reden? Sind das da die Fireflies? Nein, das sind. Ich glaube, vorher hat es geheißen. Wolves, glaube ich, heisst es. Ah, Wolves. Ist das eine neue Gruppe? Ja. Gibt es Fireflies? Sie haben schon von ihnen geredet, ja. Okay. Das sind ja die aus dem ersten Teil, glaube ich. Ja. Was kann man sagen, böse, gut, böse, gibt es eben, böse und gut ist ja, das ist eigentlich das coole an Last of Us, das mit böse und gut, das gibt nicht so klare schwarz-weiß Zeichnungen. Genau, ja, das, also, hey, ich weiss, eben genau, das eben, ist, also, ja. Eben, du, bei dir ist es noch nicht so lange her und du weißt es sicher besser, aber ich halte wirklich halt das völlig nicht mehr so präsent irgendwie. Someone killed Chris. Nein, der Chris. Du hast den Chris umgebracht, Phil. Nein, nicht der Chris. Ja, sorry Chris. Chris, wirklich. Okay. Das ist nicht persönlich. Nein, der ist immer so nett. Hui. Wie also genau. Nein, warte. Also. Nein, ist gut. Gute Taktik. Someone killed Chris. Wow. Da ist schon mal irgendwas, oder? Es nimmt mich Wunder, wie viel Chris in diesem Game es hat. Also wie oft du das wirst hören. Aber, das... siehst du, für mich hat es wirklich... die ist nicht von mir! Achtung, Nein. Ja, die sehen alle nicht aus da! Nein, das war die Emily, oder? Ich habe die eigene fast verschossen. Ich muss immer über mein Mikrofon linsen, damit ich meine Lebensding sehe. Okay, sieht alles noch gut aus. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich habe wirklich so ein bisschen... Yeah. Ich hoffe ein bisschen, dass sie Checkpoint. Dass sie extra am Anfang ein bisschen so machen, das wäre es gleich wie das erste. Ich kann aber muss sagen, meine Hoffnungen sind jetzt nicht riesig, dass das wirklich nur ein Trick ist. Weißt du, um solche Tour, schau mal. Also was heißt wie das erste? So einfach von der Mechaniken und so, vom Ablauf, schau, dass du das Gefühl hast, okay, das ist alles wie gehabt, oder? Riesig ist meine Hoffnung nicht, dass sie dann tatsächlich noch etwas Neues bringen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, der Last of Us, der erste Teil, habe ich ja, glaube ich, mal in der einen Special, die wir mal gemacht haben in der ganzen Redaktion, ist ja, glaube ich, für mich so mein Game von der Dekade gewesen. Und das nicht, weil es der beste Shooter ist oder die beste Schleichelage hat oder die beste. Also, eigentlich so von der Mechaniken her ist, glaube ich, kein einziger in diesem Game irgendwo die beste.
Aber was mich halt einfach mega beeindruckt hat und so mitgenommen hat, ist die Story. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Game gespielt, das so eine gut erzählte Story hat, so cinematisch und du bist so mit da drin. Ich weiss jetzt nicht, ob Part 2 von den Mechaniken her irgendetwas anderes gross wird machen oder grösser. Also ich glaube, auch da wird wieder der Fokus auf der Story sein. Dass du einfach eine grossartig erzählte Story und Geschichte hast, wo mega nachdenken, wow, einem hängen bleibt. Weißt du, auch wenn ich einmal wieder abgestellt habe und so, wo irgendwie immer noch so nachklingt, das ist, glaube ich, wirklich einfach die grosse Stärke von der ganzen Phase. Ich glaube, das wird es auch mit 2 wieder sein. Nein, eben genau, das ist wirklich auch genau meine Hoffnung. Und darum finde ich dann eben. Alles, was ich hier mache, habe ich halt in all diesen Naughty Dog Games schon gemacht. Bis jetzt. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Wenn ich laufe ein bisschen laut, dann. Oder Uncharted 4 war ja auch nicht viel anderes als das 2 oder das 3. Oder? Also genau, ist, aber mich hat im Fall. Also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mich hat im Fall schon dort damals so, dass. Die gewissen Sachen angeht. Weißt du, ich musste irgendwie 1000 Mal hin und her fahren, um wieder irgendwie etwas zu finden und dann irgendwie gewisse Rätsel. Oder vor allem so all die Puzzle mit Kisten und irgendwie. Und hier zum Beispiel, ich habe sicher schon etwa 6 Generatoren angelassen. Ich finde so, Alter, ich mag keine Benzingeneratoren mehr anlassen. Das wirklich, das kann ich nicht mehr sehen. Oh, der Generator, oh, er hat kein Benzin. So. Und vor allem, es steht immer mehr Generatoren rum in dieser Welt. Überall. Das ist wirklich. Teils Benzin schon drin. Können wir uns wirklich nicht darauf einigen, dass einfach irgendwie, von mir aus kannst du 2 Generatoren. Es ist okay. Aber nicht irgendwie schon am Anfang, in den ersten 3 Stunden. Eben, wie gesagt, wenn sie es extra machen, um mich hier zu verarschen, dann fände ich es lustig, aber ich bezweifle es. Ja. Und aber was du über Uncharted gesagt hast, stimmt. Also mich hat es nicht direkt angegödet, aber es ist natürlich nicht mehr gleich wie damals beim 2, wo halt die Vermischung vom cinematischen Erzählen und Gameplay noch so neu und krass war. Hast du natürlich beim 4 dann nicht mehr gehabt. Es ist immer noch ein grossartiges Spiel, aber eben weil es so wiederholend war, wie schon damals beim 2, es hat dich nicht mehr geflasht. Also, eben. Du hast schon gesagt, Uncharted 4, boah, das flasht mich. Oder? Das stimmt. Wir können natürlich beim Part 2 könnte man auch vielleicht ein bisschen zum Opfer fallen, dass es einem nicht mehr so flashen wird wie Part 1. Eben, und wenn dann einfach der Weg zu der Dramatik soll durch die Gewalt führen, ja, dann das wäre mir dann schon zu wenig. Also einfach nur weil du mir ultra brutale Sachen zeigst, wegen dem reißt mich dann das Game nicht mehr mit. Also ich brauche dann schon ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt schon Vertrauen. Ich habe all die Naughty Dog Games immer fett gefunden. Ja. Voll. Also selbst ich sag mal, wahrscheinlich Uncharted 3 ist vielleicht das schwächste Game. Und es ist immer noch. Oh! Fuck! Ist es schlimm, dass ich über so Sachen lache? Die Schwachen nimmt es. Weißt du, wir sind da voll am Philosophieren über Gewalt und über so, ja, es muss schon ein bisschen. Nein, aber es so, läuft dann so mit durch. Boom! Da ist man halt einfach. Siehst du, aber jetzt zum Beispiel Pep-Flash, da kann ich schon nicht mehr brauchen, weil ich die schon voll habe, oder? Wieso braucht ein Molotov-Cocktail keine Flasche? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Aha, weil das Benzin auch in einer Flasche kommt. Okay. Ach so. Sehr clever. Was ist das da? Das ist Stun. Ach, Stun. Das mache ich nie. Das sind so genau die Waffen, die du irgendwie nicht aufsparst, bis irgendwie. Wie heisst er? Nein, weißt du noch, der Level im Last of Us dort im Keller unten? Dem Hotel. Mit den fetten. Ja. Simon schreibt: Grafikaffe geil, Story auch super, aber sonst nicht viel dahinter. Ja, ich meine, wenn man es so sagt, dann gilt das natürlich wie bei jedem Spiel. Also, weißt du, kein Spiel hat ja meistens auf allen Belangen. Ich finde das Gameplay jetzt nicht schlecht. Der Simon hat zum Beispiel, und der ist nicht der Einzige, ein Kollege von mir auch, hat die Steuerung bemängelt im Eis. Ist mir, eben, mir ist es schon länger her. Aber ich habe das gar nicht schlecht, also nicht schlecht in Erinnerung. Ich habe gefunden, es ist mega präzise und es ist eines von der einzigen Games, wo du wirklich mega sensibel musst mit dem Analogstick steuern, was ich aber witzig finde. Ich finde, es ist. Also heißt, du musst halt bei den Clickers darfst du wirklich nie bis am Anschlag haben, dann bist du immer zu schnell. Du musst halt immer so ein bisschen. Aber ich finde, es funktioniert mega gut. Ja. Also. Ah, die können ja einfach hinlaufen. da kannst du durchlaufen. Ja, also ich habe damals Last of Us praktisch direkt nach Uncharted 3 gespielt, auch die Remastered-Version. Kommt er jetzt dran da?
Ja, da kommt er. Und jetzt mal Boom. Hallo? Nein, bist du... Shareplay wird in 5 Minuten beendet, by the way. Ah! Dann muss das, mache ich es einfach neu nachher, oder? Ja, ja. Oh. Oh, wow. Oh, look, das lebt ja noch. Oh, shit. Nam. Oh, shit, was macht deine Freundin? Nam. Ey, der hat gar keinen Blutspruch hinterher. Hure unrealistisch. Oh, fuck, man. Oh, yay. Eben genau, die läge Steuerung. Du hast es einfach, du hast es kürzlich gezockt. Ich habe das okay, ich habe das nicht so in Erinnerung. Also, kürzlich, wann war es? 2016, 2017, okay. Irgendwie so dort umeinander. Aber ich ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, er meint vermutlich, wenn du drückst und es loslaufen, ich weiß auch nicht, ob das wirklich bewusst ist. Mm-hmm. Nicht so reaktiv. Ja, so, aber ich habe jetzt das wirklich, mir ist das wirklich gar nicht aufgefallen. Ich habe das vermutlich ganz so verinnerlicht, dass es halt wieder. Es ist halt. Nee. Eben, es ist nicht ein Call of Duty, wo immer gerade alles zack, zack reagiert. Sie sind halt ein bisschen träge, oder? Aber ja, ich verstehe das schon, dass das anders kann nerven. Oh. Also, da sieht, jetzt muss ich sagen, sieht geil aus Grafik. Also was ich auch noch geil finde, ist, ich weiß nicht, wie gut man es im Stream sieht. Es hat einen recht Filmkornfilter. Ach, kannst du jetzt mal ein Upgrade machen? Genau, es geht übrigens. Ich finde, das macht es eigentlich, das macht's mega cineastisch und das hat auch schon Walking Dead gemacht. Walking Dead ist ja, glaube ich, bis und mit 6. 7. Staffel mit irgendwie 16mm Film oder so etwas gefilmt oder sogar noch schlechter. Und extra einfach ein bisschen so, damit so eine kaputte, apokalyptische Welt-Feeling erzeugt. Das finde ich geil, haben sie das da auch. Also, das ist ein geiler stilistischer Entscheid. Sorry, ich hatte gerade unterbrochen, ich habe etwas am Sagen. Einmal wollen die Leute zulassen. L3, ja. Okay. Who do you think it is? Someone who wants us to feel her love. Weil die Dialog. Sind echt schon immer die Highlights gewesen, fast ein bisschen. Und du hast auch da wieder so die Dialoge, die einfach so wirklich unterwegs nebenbei passieren. Wo aber mega zu der Charakterbildung oder Charakterzeichnung dazu tragen. Also nicht nur, was irgendwie in Cinematics zwischendrin passiert. Es sind einfach Sachen, wie was so nebenbei zum Craften. Scheinbar. Ich sehe, ich werde wieder völlig überladen. Immer. Es ist wie eh und je. genau. Ich habe schon etwa 3 oder 4 Tresor aufgemacht. Und dann immer so, du musst den Gold finden und der liegt meistens wirklich gerade nebendran auf irgendeinem Whiteboard und so. Und dort habe ich auch schon gedacht, also, wenn jetzt das wirklich noch so oft vorkommt, dann finde ich auch schon wieder, da muss man doch merken, dass das wird dann gerade so unpassend. Weißt du, in einem Fallout, da geht es ja um den Loot und so, und jetzt ist normal, dass du immer das Gleiche machst. Aber in so einem, wie dem, so einem Survival-Game, so irgendwie, brauche ich ehrlich gesagt, macht es mir das Amts kaputt, wenn es so die wiederkehrende Mechanik hat, die unglaubwürdig wirkt. Also weißt du, dass jetzt in jedem zweiten Büro irgendwie den gleichen Tresor hat und nebendran steht gerade. Oh. Gott. Ja. Ich habe jetzt erst gerade God of War gespielt und ich glaube, ich habe in noch keinem Game so viele Truhen aufgemacht wie in God of War. Da hat es an jeder Ecke, egal wo du bist, in welcher Welt. Und das hat mich fast auch teils auch ein bisschen rausgerissen. Der unmöglichste Ort, selbst in der Totenwelt. Und eben dort. Hat es ein Grab, weißt du, in der Totenwelt, wo dein Geist angeht, hat es ein Grab mit Scheiße. Aber genau, weißt, aber selbst steht. Ich habe das auch etwas weniger schlimm gefunden. Aber das Game will halt voll ernst sein und auf Realismus und so. Und dann ist es halt für mich ein bisschen, wenn es das Gaming vorkommt, oder? Aber ja. Motzen auf höherem Niveau. I know what you mean. Motzen auf sehr höherem Niveau. More bodies. Jetzt kommt also gar noch meine Katzen-Gesellschaft leisten. Quotenkatz. Ja, ich hole sie jetzt mal nicht ins Bild. Ich bin mal nicht so billig. Nicht mal. Aber ihr wisst, dass sie da ist. Nichts wissen wir. Stabile. Ernsthaft. Stabile Barrikade. Wolltest du mir sagen, Ja, sehr stabil.
die huren Waderat ist. Nein, da die Crowbar, aber ich meine, ich könnte... Shareplay mit Philipp Rüegg. Okay, warte, ja, Bänder. Ich lade dich da gerade wieder ein. Das ist... Lustig, dass das irgendwie... Das habe ich auch nicht gewusst, so. Ja. Das geht natürlich so nicht. Da laden wir gerade wieder ein. Invite. Ah, Gastgeber gestartet. SharePlay. Zoom beitreten. So, ich bin jetzt dann gerade wieder da. Wir haben einfach gemerkt, das ist die einfachste Möglichkeit gewesen, zum das streamen. Zum über die PlayStation 4 streamen vor allem. Der ist jetzt extrem auffällig, der Stolperdraht, muss ich zu dir sagen. Sag ich jetzt und lauf garantiert noch eine drei. Boom. Let's be careful. Ah ja. Ah, das gehört auch dazu. Oh, mit dem möbeln wir jetzt ein bisschen. Hey. Oh, got das. Oh, wow. Wobble, 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 wobble. Das Wunder, dass da noch kein Zombie aufgefressen wurde. Ist. Ah, dort hat es etwas. Boom. Aha. Ein Pokal. Ja. Nein, aber ich bin mich nicht zu wundern, wie das ganze Verlauf wird. Weil eben viele haben wirklich gesagt, das sei so richtig zermürbend und so. Und, aber das ist halt so individuell, ja. Oder? Es hat, also das eins habe ich dort auch schon recht zermürbend gefunden, teilweise, von der Story her. Hat mir wirklich mega gut gefallen. Ich weiss einfach noch, welche sollen wir upgraden? Ich finde immer Capacity, ehrlich gesagt, das Wichtigste. Weil Treffen tue ich... Ich bin jetzt auch nicht der Konsolenschützer da, aber das ist einigermaßen. Was ich geil finde, wie du das siehst da, wie sie es macht. Also weißt du, das Attachment. Mhm. Die Waffe bleibt nicht einfach gleich. Okay, da habe ich jetzt nicht gesehen, was sie genau gemacht hat. Aber beim anderen hat sie zum Beispiel den Clip unter den erweitert. Das habe ich noch witzig gefunden. Ah, ich habe Damage gemacht. Ich habe genau das Falsche gemacht. Ich habe aber genau das Scheiße. Ich habe genau nicht aufgepasst. Ah, die hat das gar nicht. Ach so. Fire Rate, Stability, Reload Speed. Reload, das ist alles unwichtig. Ja, du siehst ja da, das Ding kannst du nicht einfach erweitern. Darum kannst du nicht einfach da, wie sagen wir dem, aber schau jetzt da, jetzt machst du Capacity, oder? Aha, mal schauen, was passiert jetzt? Das finde ich schon noch witzig. Jetzt hat sie da... Hat sie vorher noch irgendein Teil angebastelt, irgendwie, oder? Jetzt hat sie da unten da, das Magazin, irgendwie hat es grösser... Oder ist das vorher schon... Bei dem hat man es jetzt auch nicht so gut gesehen, aber beim kleinen Clip hat es wirklich einfach so ein offensichtliches Teil untereinander gemacht. Habe ich noch witzig gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, das Magazin hat es vorher noch nicht drunter gehabt. Ja, einfach ist es auch so gewesen. Das, was sie an... Hat sie wie so ein grösseres Zusatz... Ja, eben, völlige Details, aber das ist schön. Ja, das ist also Zeugs, finde ich. Für das sind sie ja bekannt, oder? Lassen dann halt leider die Mitarbeiter unendlich lang arbeiten, aber das ist halt noch ein anderes Thema. Da gibt es ja auch unschöne. Ja, das ist leider so. Sind wir endlich? Okay. Ja, aber es ist schon. Man sagt es, es ist ein schönes Worldbuilding. Aber das ist jetzt halt auch so, man hat es halt im ersten schon mal gesehen, aber ich weiss noch, im ersten, die ganze Einrichtung, also man dort, das hat mich weggefetzt, hey. Das hat man einfach noch nie gesehen, ja. Oder? Weißt du, wie viele Details da sind? Und jetzt ist es halt eben noch, seit dem Last of Us 1 sind vermutlich irgendwie zwei Uncharted erschienen, oder ich weiss doch auch nicht, und... Ich glaube nur das 4, ich glaube das 3 hat es schon vorher gegeben. Aber das, und halt auch andere Games, die mittlerweile das auch machen, oder? Und dann ist es nicht im Ganzen so geflasht, aber... Voll. Es ist schon immer noch extrem, wie... Es sind, aber sie haben... Es sind nicht so generische Räume, oder? Sie, es sind nicht so... Nicht jeder ist einfach mit der gleichen Sache. Du siehst, jetzt hat sie da irgendwo einen Gotha vermutlich. Make sure. Combo. Mit Combo. M. Oder heisst es per M? In der Bank... Hä? Ja, egal. Einfach irgendwie... Die Zahl werden wir noch brauchen. Aber schon Naughty Dog hat natürlich mit diesen Games schon die Tür extrem weit aufgemacht für Games mit dieser cineastischen Erzählweise. Vielleicht ist auch das etwas, wo je cineastischer
du willst sein, desto eingeschränkter bist du halt einfach in deinem Gameplay. Ja, ja. Das ist schon so. Are you okay? Ja. Ja. Alter Kaffee. Alter Kaffee. Ducktape, braucht man immer. Ah, schau jetzt da. Mhm. Oder nicht? Ah, siehst du, das ist schon, ich hast du gerade vorher noch gesagt. Ja, ja, genau, schon wieder da. Nächste Tresor, überall in der Welt hat es Tresors. Ah, welche ist jetzt gewesen? Müsste die oberste sein, oder? Was musst du da machen? Ah, nein. Ja, ich muss jetzt die Nachricht. Welches ist die von vorher gewesen? Scheiße. Oh, irgendetwas mit M. Man könnte doch meinen, es wäre der oberste oder der unterste. Leas Note. Ist es nicht? Nein, es ist keiner von beiden gesetzt. Da. Ja, ist es gut. Scheiße nochmal. Ein Thrift Store Reminder. Der ist es. Und was hat sie gesagt? Da, jawohl. The Last Digits. Also. Ist das jetzt der oberste, der du da gemacht hast? Ich glaube ja. Also schau jetzt 5-5-5-0-1, oder? Thrift Store. Das wäre aber nicht 6. Sondern 6, 5 5 Das wäre nur 5. Aha. Das heisst, es fehlt eine Zahl. Ich bin mega schlecht. Combo the last six ja. Digits ist etwas gestanden. Aha, dann ist die erste auch noch. Also das, kannst du das bitte merken? Ich bin da grauenhaft schlecht. Oh! Also 6, 3, 5, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 5, 0, 1. Also probieren wir es mal. 6, 3, 5, 0, 1. Okay, also. Aha, warte mal. 63 in dem Fall. Ah nein, 65, genau. Nein, 6, 65, ja. Genau. Ja. 65, nochmal 2, 5, also 55. 55, und dann 0-1. Und dann 0-1, ja. Mal schauen. What? Nope. Nicht? Nein! Was? Zeig nochmal die Nachricht. Zeig sie. Du bist wieder am Schwitzen. Was heisst da? Der Swiss HDTV. Hallo zusammen, um was geht es in dem Spiel? Okay, Zombies. Genau, ja. es geht um Zombies ganz und Drachen. Ganz kurz gesagt, ja. Also, ich weiß noch nicht, also, the last six digits. Also, ohne zu viel Spoiler. Aber weißt du, die letzten zwei fehlen ja. Also, weißt du? Ach so. Ich den Eindruck. Die musst du finden. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe das Gefühl, die sind dort abgerissen, oder nicht? Mm. Ich weiß nicht, wie lange Telefonnummern sind in den USA, aber... 01... Ja, stimmt, das ist wirklich ein bisschen abgerissen. Scheiße. 65, 55, 01 haben wir gemacht, oder? 65? Nein, wir haben 65... Wir haben es richtig gemacht. 65, 55, 01. Der Chat weiss es nicht. Wir machen es nochmal schön. 65, das Highlight von dem. 65, 55? Nein, ich glaube, er hat 63. Aus irgendeinem dummen Grund. Ich weiß doch auch nicht, ich habe keine Ahnung. Nein, was ist es noch? Ja, du sagst es! 65. Jetzt gehen wir auch nochmal schauen. Das ist jetzt, vielleicht steht da die Nummer. Call Stacy. Ah, schau da, 0133. Also 55, 0133. 55 0133, wow. Aber ja, eben. Geiler Tipp. Also, 55 0133. Mhm. Das ist gut, meine Frau mit zuschaut, dann kann sie sich immer merken. Ich kann mir nichts merken. 0103. Nein, 33. 33. Zombie Hirn, du. Ich bin da nur zum Schiessen da, nicht zum Hacken. Du Spatzenhirn. Ja, wow. Das hat sich gelohnt. Das ist grossartig. Gut, ich glaube, nein, geheilt bin ich auch schon auf dem Maximum. Da hat sich jetzt der Aufwand wirklich nicht gelohnt. Mhm. Ja, gut. Gott sei Dank. Aber wir haben, intellektuelle Höchstleistungen erbracht. Es hat uns weitergebracht. Wir sind auch als Menschen gewachsen an dem. Das ist aber vor allem. Das ist Entscheidende. Von dem her haben wir etwas Gutes gemacht. Gras macht mich nervös. Gut. Yeah, they're getting tricky to see. Hä? Ah, der hintere vielleicht. Da kann ich nicht durch. Du hast keinen, wie soll ich sagen, irgendeinen... ich habe da...
ich kann Kompass da, ich oder kann so, da, wo dich leitet, wo du eigentlich durch müsstest. Du hast... Alter, hast du doch so eine Karte? The map can be viewed in your collectibles. Aha. Normalerweise... Ja, er hat gerade etwas gesagt in your collectibles. Ja, aber eigentlich hast du können... es hat einen Shortcut gegeben. Eigentlich habe ich gemeint, einfach... Ist das echt nicht da die Mitteltaste auf dem Controller? Weißt du, die grosse ist was? Ja, aber die macht eben das Ding-Menü auf. Ja. Aber eben, siehst du, im... Aber wir zum Tommy, oder wie? Ja, siehst du, wir sind eben nicht mehr auf dieser Karte drauf. Ich glaube, darum ist es jetzt nicht mehr im Shortcut drin. Habe ich jetzt den Eindruck? So. Vielleicht erzähle ich einfach Scheiße. Sag mal, kann ich da nicht durch? Dort hat es ein Dreieck. Ah, da kannst du nicht durch, weil da... Aber! Oh, kannst du nicht irgendwas? Jetzt klettern wir halt drüber. Kannst du nicht sie vorauslaufen lassen? Ah, kannst du sicher über den. Ja, genau. Es wird langsam alt. Ja, eben, das ist das, was wir diskutiert haben, oder? Wird es das wirklich? Also, ich meine, wenn du ja schaust, 95% der Kritiker sind sich ja einig und finden es sensationell. Dass das das beste Game aller Zeiten ist? Ich habe sehr wenig wirklich kritische gesehen. Aber ich habe mich das wirklich auch, ich habe mich das bei den letzten Uncharted und so nie gefragt. Aber jetzt bei dem ist es wirklich auch Sinn gekommen. Ist mir irgendwie auch so vorgekommen, dass irgendwie wird es jetzt doch schon langsam ein bisschen alt, immer das gleiche Gameplay. Und ich meine, ich glaube, es funktioniert vermutlich weiterhin, weil sie halt wirklich einfach extremen Detailgrad und extrem poliertes Game und dann halt wirklich eine fesselnde Story erzählen. Aber also ich finde auch, sie müssen beim nächsten, wie gesagt, ich bin ja noch nie nicht. Ich bin ja vielleicht 4 Stunden von 25 bis 30, je nachdem bin ich jetzt nicht sehr weit. Ja. Aber ist natürlich auch nicht gesagt, dass es wirklich so. Aber ich habe das Gefühl, sagen wir jetzt mal so, wenn man Uncharted mit der Uncharted-Reihe vergleicht, hat sich gameplay-technisch auch nie groß weiterentwickelt. Es ist einfach immer auf dem aktuellen technischen Stand der Dinge und darüber hinaus gewesen. Und die Story halt, die immer wirklich geil erzählt ist mit den Charakteren und der Synchronisation und alles. Aber darum habe ich den Eindruck, ich habe die einen Teil auch gesagt, eben, es hat sich gameplay-mäßig nichts gemacht. Braucht es, ist auch die Frage, braucht es überhaupt noch einen dritten Teil? Oder, also, aber ich finde auch, ich weiß auch nicht, ob es einen dritten. Mal, auf mir, es könnte schon einen dritten machen, aber dann möchte ich schon, dass sie das Gameplay mehr pushen, oder? Und eben, wie gesagt, ich bin mega gespannt, was da noch so kommt. Ich glaube, es wird sicher ein paar Überraschungen noch parat haben, aber bis jetzt ist es schon. Weißt, nur weil jetzt eben ein bisschen mehr. Wenn ich noch ab und zu einen Tresor aufmachen kann und die Levels viel grösser geworden sind. Das ist für mich kein... Ist noch nicht groß, ja. Es ist halt immer auch ein bisschen so eine Gratwanderung, glaube ich, weil einerseits, du hast nicht die alten Fans, die more of the same wollen, du hast aber die etwas Neues haben. Also ich habe zum Beispiel bei diesen Shadow of Mordor-Spielen da das erste Game habe ich grandios gefunden, ist gameplaymäßig jetzt nicht mega umfangreich gewesen, aber genau das hat mir mega gefallen, weil es ist irgendwo übersichtlich gewesen und zusammen mit der Story, also ich habe mich mega auf den zweiten Teil gefreut. Ich dachte, boah, das Game das erste hat mich so geflasht, ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Der zweite Teil hat dann meiner Meinung nach so viele Neuerungen gehabt und neue Sachen zu machen, neue Systeme, neue Mechaniken mit Zeugs und Sachen, das hat mich dann völlig überfordert. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist mir jetzt too much. Ich habe stundenlang gespielt und bin noch nirgends gesehen, gefühlt. Oder? Genau, dort, ich habe es bis heute nicht fertig gespielt. Es hat viel zu viel Busy Work gehabt. Und das ist ein Game, das ganz andere Gameplay-Mechanik hat. Dort ist die Action so das Hauptgameplay. Da würde ich sagen, der Hauptfokus ist die Story. Und der Rest ist, damit es dann nicht langweilig wird. Und ja, ich weiss, es ist schwierig, oder? Wie machst du das, oder? Wie machst du das, dass du mehr bietest, aber dann plötzlich zu viel oder etwas ganz anderes hast, wo eigentlich nicht mehr gross mit dem Original zu tun hat? Ja, vor allem, was machst du, wenn jetzt die Action würdest brutal abschrauben, oder? Ich verstehe das schon irgendwie, weil dann macht ja auch das Upgrade von der Waffe dann irgendwie motiviert dann nicht gross, weil wenn du jetzt im ganzen Game 20 Leute umbringst, dann brauchst du die Waffe auch nicht groß. Oder ich sag mal, wenn du plötzlich ein Action-Game draus machst. Also für mich ist der Last of Us jetzt nicht Action-Game à la Uncharted. Aber es ist ein Stealth-Action-Game, oder? Weil
Ja, es ist so ein bisschen den, Misch. Also ich würde es jetzt nicht... Bringe ja. Eben, du bringst dann doch irgendwie unzählige Leute um, oder? Also weißt, und lustig ist, dass sie haben noch gesagt, ich habe irgendwo im Intro, dass sie gemerkt haben, dass sie mit weniger Action und Gegner und so auskommen. Und ich finde so... Mhm. Also ich finde, es hätte jetzt also schon easy viele Gegner. Also... Ich meine, bei jeder Begegnung bis jetzt sind es irgendwie so 5 bis 10 gewesen, oder? Finde ich jetzt also schon noch viel. Aber ja. Ja, sind schon, geht schon recht ab. Aber ich glaube, die meisten Leute finden es vielleicht wirklich immer noch easy, oder? Mhm. Aber ich habe einfach. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie. Ja, das ist. Da musst du auch mutig sein und dann musst du halt auch originell sein, oder? Wenn du wirklich. Wie machst du so ein Game motivierend, oder? Eben ohne dich auf das, die typische Action und so zu verlassen. Das. Irgendwann hätte ich es eben ihnen auch zutraut. Dass sie das anbringen, dass es ein fesselndes Game wird, wo aber ohne die. Ich meine, oder? Weil jetzt ist klar, jetzt wird mal die nächste Action wiederkommen, oder? Be careful. Ja, du läufst eigentlich immer ein bisschen so von Setting zu Setting. Du läufst in einer Horde Gegner rein. Unterwegs bläudere ich ein bisschen mit dem Kumpanen da, Kompaniero. Ja, genau. Und dann kommt irgendwie mal eine Cinematic Zwischensequenz. Ja, laufen laut, schleichen, töten, oder? Das ist immer so ein bisschen so. Und genau. Das Gameplay ist immer ein bisschen gleich. Ich habe eben auch gefragt bei diesem Game, wie weit kannst du aus dem Gameplay ausbrechen und immer noch das haben, was dir eigentlich an dem gefällt. Das ist ja eigentlich das ist ein bisschen so die Herausforderung. Genau. Wie weit kannst du das aufbrechen, ohne dass du plötzlich ein anderes Game hast? Der Chat fragt wieder, ob es ein PS4 gibt. Genau, es gibt es nur auf der PS4. Mm. Naughty Dog, nur genau. PS4 exklusiv. Ja. Leider für PC und Xbox-Spieler. Genau. Gut, PC kannst du mit PlayStation Now kannst du streamen. jetzt? Da geht ein auffälliges Kabel dahin. Aha, ja genau, eben bekannt schon. So, jetzt dort, das so. Sieht nach einer Arena aus da. Oh, das sieht shit. Das ist ein Fernsehstudio, Nachrichtenstudio mit ein paar aufgehängten Leuten. Ich lese immer Kebab da an der Seite. Kebab 13. Kebab mit alles, ohne Schaf. Ja, einfach mal die Beine baumeln lassen zwischendurch, oder? Hang on, oder hang, wie heißt das Spiel? Hang loose. Da? Hang in there. Hang loose, hang in there. Oder ja, genau, hang in there. So, okay. Ich meine, für das sind wir doch hier, für den dummen Sprüch. Jawohl. Wir machen es nie, wo nicht so hoch kann wie im Game. Nein, hallo. So wie kommt es noch. Für das werden wir nicht bezahlt, für ein Niveau. Das stimmt. Immer zum Schwitzen da im Zimmerli. Ja, Volo. Loot ist so gut. Unheimlich detailliert gemacht. Auch die ganze Textur, der Boden, der Adventisch, so. Ich frage mich, zeichnet das irgendetwas? Ich glaube, darum haben sie, darum gehen die Games immer so lange, darum lese ich immer die Crunch-Geschichten. Das ist halt wirklich reine Fliessen, aber dass wirklich einer überall den Scheiß platziert da und so. Ich glaube schon, im Fall, ich habe das Gefühl. Ja, das ist doch krass, auch die Scheiben da, oder die. Es ist wahnsinnig detailliert. Ja. Was ich übrigens, wenn es es gibt, würde einstellen in den, es gibt es leider nicht als weißt, in den Tooltips, in den Game-Hilfen, dass man Loot noch besser sieht. Würde ich gerade einstellen. Das ist so etwas, das muss ich nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr schauen, wo etwas ist. Ich will es gerade sehen. Das geht ein bisschen in die Diskussion rein, die wir zwei viel auch schon oft geführt haben. So. Schwierigkeitsgrad früher so mindestens einen über normalen, so, sonst mein Stolz lässt nicht zu. Und mittlerweile leicht Story-Modus, Explorer-Modus. Ich meine, ich habe keine Zeit und keinen Bock mehr, um mich durchquälen durch die Games. Ich will einfach absolut geniessen. Ich spiele es ja jetzt. Ich spiele es jetzt auf. Das war gar nicht geladen. Ich spiele es jetzt auf normal und bis jetzt ist es auch easy. Ich habe das letzte Mal auf Hardcore gespielt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was mich dort geritten hat. Hardcore, also, weißt du, es ist dann gegangen irgendwie, oder? Und ich habe immer alles durchgestellt, aber ich weiß gar nicht wieso.
Und da, ich dachte, nein, wieso? Was? Wieso soll ich das machen? Also, wieso? Ich will ja Spass haben. Ich kaufe die Games zum Spass haben. Gut, eben. Ja, bis jetzt habe ich das ja. Ja, das ist natürlich der Spass, ist der Herausforderung, der Spass. Aber ich habe gemerkt für mich so, ich habe es glaube irgendwann mal in der Uncharted 3 gemerkt, so, gerade bei so Games, wo es ja eben wirklich fest um die Story geht, ich wollte mich da nicht, ich wollte einfach durchlaufen durch das Game und geniessen und minimst herausgefordert, schon ein bisschen, aber... Hey, genau. I'm here for the story. Oh. Wir werden alt. Ja, nein, ich meine, ich wollte einfach, ich wollte schon eine Challenge haben, ich wollte es nicht, aber ich würde, also ich habe null Skrupel, es gerade runterzustellen, wenn ich merke, dass es, weißt du, dass ich jetzt irgendwo blöd anstehe und so, dann stelle ich es. Vor allem, das ist ja, da geil. Das ist ja der gleiche Scheiß. Du kannst es so, am gleichen Shit verrecken. Du kannst es auch so super konfigurieren, das haben wir ja schon gesagt. Ja, genau. Du kannst wirklich den Schwierigkeitsgrad extrem cool anpassen. Ich finde das wirklich... Das sollte Standard sein, finde ich wirklich cool. Tomb Raider hat das auch gehabt, das letzte. Ah, okay. Den Schwierigkeitsgrad sicher auch auf 3 verschiedene Arten können einstellen. Da hat es noch so Sammelkarten und so. Ja, meine. Ah, übrigens, genau, etwas, ich noch gar nicht angeschaut habe. Sie macht sich ein Journal. Ja, dann hat die Türen an. Aha. Hero Willem. Ich kann nicht das anschauen, das nicht anschauen. Da, hab sie da drin gezeichnet. Nein, aber ich habe gerade überlegt, im Buch hat es sicher. Darum habe ich jetzt gefunden, ja. Mache ich es jetzt. Ja, genau. Darum habe ich gedacht, nein, mach es doch dazu. Aber sie tut im Buch das Zeug zeichnen und so. Und ich habe gerade sagen, es hätte doch nochmal ein Game gegeben, das mega geiles Journal gegeben hat. Ah, shit, was ist das? Uncharted. Ist es nicht Uncharted? Also in Uncharted 4 hast du auch so ein Journal, wo er alles reinkritzelt und macht und. Das ist einmal noch geil, hast du einmal die gleiche Seite im Journal, wo sich mit Notizen füllt, wenn du irgendwie je weiter du kommst. Also wenn du irgendwie bei einem Rätsel bist und einen Teil gelöst hast und dann wieder ins Journal gehst, schaust, ist es ein bisschen erweitert und so. Das habe ich noch easy geil gefunden. Vielleicht ist das gewesen. Uncharted, was gibt es sonst noch so? Es ist sicher... Bei God of War ist es relativ minimalistisch. Es ist sicher ein bisschen ein inneres Tripligers. Ein Tripligers Age. Ah, Red Dead, genau. Der Naim im Chat sagt Red Dead. Ich habe Red Dead gemeint. Ja, genau. Du hast absolut recht. Ja. Red Dead, vor allem ist das geil. Ah, schau, jetzt habe ich, glaube ich, ein neues Skill gelernt, nicht? Ich glaube, jetzt habe ich ein neues Skilltree gelernt, ja, genau. So geht das, Leute, ihr müsst Heftchen lesen, dann können wir neue Skills über. Ja. Seht ihr, jetzt habe ich hier noch den letzten Game-Heftchen. Ja, Silencer, das ist eben schon, doch, das braucht es. Das kann man brauchen. Das ist mir alles egal. Und das ist wieder, was sind da die Währung, um das auszubauen? Das sind die Pillen da, die du irgendwie findest. Ja. Pillen? Ah, schau, es gibt aber noch einen Skilltree. Also, Pillen kannst du deine... Aber siehst du, das für mich ist wirklich momentan das Einzige, was mich wirklich reizt, sind die Sachen. Weil die Waffen upgraden, ja, finde ich... auf dem Schwierigkeitsmodus ist wahrscheinlich auch nicht... Ja. Health nicht so wichtig. Nein, ja, das vielleicht eben schon, aber ich sage, die Waffen upgraden sind für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich finde so, meistens ist es eben, wenn du ein bisschen vorsichtig spielst, dann brauchst du ja gar nicht so viel Schuss. Ja. Und dann ist das Nachladen und so halt auch nicht so ein Thema. Also so ist es auch mal im Letzten gewesen. Darum habe ich dann die Upgrades auch nicht so extrem wichtig gefunden. Ja, aber auch wirklich genau Red Dead. Ah, im Letzten, weiss ich noch, die Nagelbombe habe ich geliebt. Nagel-Molotow, keine Ahnung was, Bombe, die, wenn du mit Degel gebaut hast und wenn die explodiert ist, hat es so viel richtig angerichtet. Ich kann da gar nicht runter müssen. Oh shit. Ah, musst du wieder raus rum da. Genau, Red Dead hat ein mega geiles Journal gehabt, wo der Arthur dort gezeichnet hat. Das ist mega cool gemacht, und vor allem ist es geil. Ein Mini-Spoiler für die, die das noch nicht gespielt haben. Am Schluss. Es tut dann auch mal jemand anderes noch in das Journal zeichnen. Und das ist geil, dass er einen ganz anderen Schreibstil hat. Das habe ich cool gefunden. Das sind so Details, die einfach cool sind. Da läuft nichts. Ich dachte, nur eine Begegnung könnten wir noch machen. Ah, schau, da geht das Kabel da, hin. Ein Kabel. Folge dem Kabel. Follow the rabbit. Ouch. That's her. Ja. Ah, die hast du offenbar suchen müssen. Ja.
Finde ich auch. Das heisst, gleich kommt der Flitzebogen. He? Den hat man in der Vorschau auch schon gesehen. Okay, siehst du? Das ist aber die Tasche da. Wie hat jetzt der Aufdruck dort drauf gemacht? In der Apokalypse? Hat irgendeiner einen Druckshop gehabt? Das, jetzt, wo du das sagst, ja. Und Polaroid auch. Oh. Wo hat es noch ein Polaroid gehabt? Na gut, das ist vielleicht auch gut, das ist die einzige, die du vielleicht auch im Laden noch suchst, weil das Bild dann gerade entwickelt wird. That's New Jackson. Look at their fucking smiles. Wie beschissen sie dich. That's her. Der Sound, der Sound ist ja geil. Soundtrack, oder? Hm. Ja, also Gesichtsanimationen merkt man, das ist deutlich ein, zwei Stufen höher als in, absolut, im Alter der Last of Us. Ich also es ist lustig, es hat eine gehabt, und ich fand, das hat komisch ausgesehen. Das einfach eine ja. Ist nicht wirklich gut animiert, also immer noch besser als in den meisten anderen Games. Mhm. Aber einfach so ein bisschen Uncanny Valley, weißt du? Hat nicht so gut ausgesehen. Ja, ja. Aber, vielleicht ist das eine, weil ich habe gemeint, gehört, dass sie das mit Performance Capture gemacht. Also nicht nur, ich glaube, in den alten Spielen haben sie vor allem Motion Capturing gemacht. Also das kann man so von Herr der Ringe mit dem Gollum, mit diesen Anzügen und diesen reflektierenden Bömsel im Gesicht und so, wo einfach Bewegungen aufzeichnet, um nachher auf ein Computermodell übertragen. Darum sehen die Bewegungen da auch so gut aus. Und bei The Last of Us Part 2 haben sie dann auch noch mit Performance Capturing geschafft. Das heisst, man hat auch die Gesichtsbewegungen, also wenn ich da irgendwie lächle und das da hochgeht, dass man auch das quasi aufgenommen hat von den Schauspielern. Darum sieht auch das jetzt umso realistischer aus. Und vielleicht ist das, was du erwähnt hast, die eine. Muss man jetzt sicher dran? Irgendwie, dann, keine Ahnung. Ich komme nicht raus. Ja, boah. Vielleicht hat man es genau bei der nicht gemacht und gleich noch animiert, von Hand quasi noch animiert. Jetzt wollte ich es gerade eine Sekunde vorher sagen, dass, wenn man jetzt wieder an den gleichen Ort zurückgeht, kommen garantiert Gegner. Das ist so ein Uncharted. Wirklich, das ist immer so. Das ist eben auch so etwas, was ich. Aber es ist in jedem Game so, oder? Jetzt machen wir einfach mal, speichern wir da mal, machen wir einfach mal die Action. Obwohl es speichert das also die ganze Zeit. Genau, übrigens, schon das letzte, noch hören wir irgendwie auf. Speichert grossartig das Game. Ballern, so. Das ist schon fast drauf gewesen. Das ist Waffen wechseln. Hör doch auf! Ah, der. Ah, dort habe ich nur. Wie machst du das? So. Die eine Waffe kannst du nicht schnell wechseln. Also komm, jetzt tun wir noch mal ein bisschen. Oh, der ist schlecht. Oh! Der hat sich gerade noch bewegt und jetzt schon. Oh, oh. Ich hoffe, das ist nicht Chris. Chris. Ha! Wie die heißt. Es nimmt mich wunder, wie viele Leute in diesem Game hat, die Chris heißen. Es nimmt mich auch wunder, wie viele Audiospuren die aufgenommen haben mit verschiedenen Namen. Sie haben Chris getötet. Komm jetzt! Hey, komm. Oh. Ich hatte noch die Shotgun rasch aus. Ist aber schön. Quest. Ich muss sagen, ist aber schön gemacht, dass sie sich so wegdreht, wo du sie auch triffst. Genau. Also du hast sie jetzt in der Schulter getroffen und sie hat sich schön so. Eigentlich schon eine, weil ich. Nicht einfach irgendeine Random-Animation. Ich habe so ein Problem mit der Steuerung. Ah, da, das habe ich wollen. Ich wollte doch nur den Shotgun jetzt kurz ausprobieren. I call Shotgun! Ab im Nahkampf. Und Ding, so das Bierli muss ich schon auch nochmal. Ah, du kannst auch die Seite wechseln, gell? Ah, nein. Jetzt hör doch auf! Ah! Oh. Shotgun! Oh, fuck, man! Oh, das. Du wolltest einfach nicht mit einem Bier attackiert werden. Den Move muss ich mir noch merken, da, der mit dem Schritt zurück. Ah, dort ist mein Shotgun-Opfer. Shotgun-Opfer? Ui, nein, du gar nicht. Oh, Jesus. Ah. Ja. Ja, das wär's gewesen.
Das war's, hä? Mal schauen, da, wie detailliert das ist. Da. Das noch etwas passiert. Okay. Ja, nicht unnötig. Oh, fuck, hast du gesehen, Arm? Ja. Das wär's Uncharted. Das hat weniger Blut. Das Uncharted hat weniger Blut. Obwohl, das ist auch blutig. Apropos, hä, dem. Ja, deutlich der weniger. Hängen dort. Ja, das war der Last of Us 2 gsi. Ich bin gespannt. Wir reden sicher dann nochmal darüber in einer anderen Form als in einem Let's Play vielleicht. Ja, wenn wir mal ein bisschen. Wenn wir dann eine andere, vielleicht eine Audioform haben, wo wir dann über das reden können. ist das ein Teaser? aber wir können sicher nochmal über das Last of Us reden. Und sonst schreibt es euch in die Kommentare, nehmt mich wunder, wie ihr es findet. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Und danke fürs Zuschauen und Luca, danke fürs Mitmachen und schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüssel!